Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 meines Feed the Beast, der auch 20 Factors Plays. In der letzten Folge haben wir mit ein bisschen Schwierigkeiten dieses nette Erzverarbeitungssystem gebastelt, aber am Ende haben wir es ja doch hinbekommen, zum Glück. Und deswegen, das läuft jetzt einwandfrei. Ich kann Erze automatisch schmelzen und sortieren und verarbeiten und wir können jetzt theoretisch gesehen minen gehen. Und einfach alles, was wir an Mining-Zeug kriegen, in unseren Enderpouch schmeißen. Und alles wird vollautomatisch sortiert. Ich liebe es. Bam, 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 bam. Und ja, ich weiß, dass es voll Werbung ist, aber es ist nicht als Werbung gedacht. Es ist einfach so nach dem Motto, hallo, McDonald's hat einen sowas von im Griff, dass sie einen sogar das machen lassen, was einfach so damit verbunden ist. Insgesamt ist es eigentlich eher eine Verarsche, aber na, vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. Es ist unwichtig und nutzlos. So, Punkt. Das war unwichtig. Gut, jetzt zu dem, was ich eigentlich machen möchte. Und zwar hatte ich ja gesagt, wir machen die Geschwindigkeit höher. Genau das werden wir jetzt auch tun. Wir bauen uns Item Control Speed Upgrades. Und dann ein bisschen Eisen, das ich hoffentlich gefarmt habe. Ja, ein bisschen, was habe ich inzwischen wieder. Kann ich hoffentlich auch ein paar mehr davon machen. Und zwar Increase Speed by 4, Max Upgrades ist 15. 15 Stück, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Dann aber zieht da halt Stacks mit Stacks auf einmal raus. Das wäre natürlich schön. Hier, das heißt 15, das wären 5, 1, 2, 3, 4, 7, 15 mal 7, 15 mal 7, 15 mal 7 sind 105, durch 64 sind 1,6 Stacks, also fast 2 Stacks Eisen. Ja, das wäre glaube ich ein bisschen viel. Dafür würde dann Stacks auf einmal ziehen, aber das wäre vielleicht doch wirklich ein bisschen viel. Ich glaube, ich nehme mal sehen, vielleicht nehmen wir 7 oder 8 oder machen wir doch die vollen 15. Ach, eigentlich ist es auch egal. Können sie einfach so lassen. Dann lassen wir das System auch einfach da, sobald wir Applied Logistics haben und machen als einzige Änderung, dass wir hier die ganze, statt den ganzen Kisten einen einzigen Endslot haben und das ist die Default-Kiste. Punkt. Also halt die Default, das Default-Interface, wo dann alles auf einen Schlag reinkommt. Brauchen wir nicht mal das Conduit-System zu ändern. Ja, also machen wir das einfach so. Wir machen uns eine Menge Electrical Steel. Wenn wir 15 Stück davon haben, dann wollen wir 15 mal 3. 3 mal 15 sind 30. 3, 15, 45. 45 Eisen, die wir schon mal dafür wollen. 45 Eisen allein dafür. Dann wollen wir noch Pistons. Davon auch nochmal 15, das heißt nochmal 15 Pistons. Und somit 15 Redstone und eine Menge Cobblestone und eine Menge Holz. Farbe jetzt einfach den Rest. Schnell nochmal eben das hier zusammenbasteln. So und so haben wir 15 Pistons. Und dann zu den 15 Pistons nochmal 15 Redstone-Fackeln. Und dann nochmal so. Und zuletzt noch 4 mal 15, das heißt 45 plus 15, 60 Eisen. Für Electrical Steel. 60 Electrical Steel. Und selbst wenn wir das nicht brauchen, dann habe ich wenigstens Electrical Steel. Hatte ich hier nicht noch Electrical Steel? Nö, hatte ich nicht anscheinend. Gut, also Alloys Mode zusammen. Nein, böse, aus. Sonst kein Tinker-Server herstellen. Böse. Ah, da müsst ihr immer vorsichtig sein, dass euch das Zeug nicht einfach alles klaut, was ihr noch haben wollt. So, 60 davon, das Redstone wieder weg. Wir wollen stattdessen Kohlenstaub. Und die 60 Kohlenstaub und dann soll ich gleich noch 60 Silizium brauchen. Aber wir haben genau kein Silizium mehr. Schön. Dann brauchen wir nochmal Sand. Und Farbe nochmal schnell Sand. Und ich sage Silizium, weil es halt Silizium ist. Da kann ich nichts gegen tun. Es ist halt wirklich Silizium. Was anderes ist es ja nicht. Englisches Silizium, ne? Wisst ihr schon. Habe ich schon mal erzählt. So, und das darfst du jetzt mal alles kochen. Das wird eine Menge Arbeit. Naja, wenigstens ziehst du dann extrem schnell raus. Gut, was machen wir in der Zeit, wenn das was macht? Ich würde sagen, wir machen uns Endstone.
Und zwar habe ich ja, wie ihr gesehen habt, in der letzten Folge 4 End-Releases bekommen und habe garantiert noch 0 Endstone, denn ich war noch nie im End. Und auch wenn hier Magic Bees drauf ist, habe ich auch noch kein einziges Beehive unter der Erde gefunden, in dessen Nähe Endstone oder Netherrack war. Oder Glowstone oder sonst was. Also, Shade, wir haben keinen Endstone. Und deswegen machen wir uns welchen. Also brauchen wir jetzt Enderperlen. Und zwar nehmen wir genau eine einzige Enderperle und wir nehmen uns 5 Obsidian. Na. 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar gibt es, um Endstone herzustellen, mehrere Möglichkeiten. Endstone. Das Zeug. Und zwar erstens könnt ihr 250 Millibuckets Resonant Ender auf Sandstone kippen und bekommt Endstone. Das heißt also, ihr bekommt 4 Endstone, 4 Endstone aus einer Enderperle. 4 Endstone aus einer Enderperle. Wenn ihr hingegen das Ganze mit der Tinker's Construct zum Beispiel macht, bekommt ihr wesentlich mehr. Und zwar könnt ihr 4 Endstone auch wieder machen mit dem gleichen Rezept. 250 Millibuckets Resonant Ender, also eine Viertel Enderperle auf den Sandstone, ihr bekommt Endstone. Also 4 Endstone mit einer Enderperle. Oder ihr nehmt das teurere Rezept, oder in meinem Fall das billigere Rezept, dass ihr nur 50 Millibucket Resonant Ender auf Obsidian kippt. Also, lieber Obsidian nehmen, denn das ist wesentlich billiger. Hier bekommt ihr 4 Endstone aus einem Obsidian. Hier bekommt ihr, oh Gott, wesentlich mehr als 5. 250, das sind 5, oder? Ne, das ist 50 Millibuckets, also... Das heißt, es sind 20. 20 Endstone bekommt ihr aus einer einzigen Enderperle, wenn ich das gerade richtig ausgerechnet habe. Ne, warte, stopp, falsch, vollkommen falsch. Vergesst das. Und zwar bekommt ihr hier mit der Methode, beziehungsweise mit der Methode, aus einer Enderperle ein Endstone. So rum, denn eine Enderperle gibt euch dann 250. Eine Enderperle gibt euch 250 Millibuckets Resonant Ender. Und das heißt, ihr kriegt aus einer Enderperle einen Endstone hier. Oder ihr bekommt 5 Endstone aus einer Enderperle mit Obsidian. So ist es. Wenn ich jetzt also mal das Ding hier in die Smeltery werfe, was ich jetzt nochmal tun werde, dann werdet ihr relativ schnell sehen, dass wir nochmal schnell einen Casting Basin brauchen. Die schalten wir aus. Und ich packe nochmal ganz kurz da rein und gebe lieber nochmal ein Casting Basin dazu. Off. Und dann solltet ihr sehen, sobald die Enderperle geschmolzen ist, was zum Glück relativ schnell geht, dass dort 250 Millibuckets drin sein müssten. Na komm, werd fertig. Na gut, das sind jetzt 106, warum auch immer. Ach toll, ich könnte kotzen. Hör doch mal auf damit, das ist doch aus. Mistding. Gut, dann holen wir nochmal ganz kurz Fluid Conduits. Zum Glück sind wir hier in einem Modpack, in dem das einfach ist. Pressurized Fluid Conduits kurz nehmen. Einfach dort drauf packen. So. Und dann schalten wir hier auf Extract Modus und dann ist es auch alles wieder weg. Nach Down ist Extract always active. Zack. Und schon ist das alles wieder hier drin. Und dann seht ihr auch, dass es 250 Millibuckets Resonant Ender sind. So. Und den... Jetzt baue ich nochmal vorsichtshalber die Clock ab, damit das auch nicht nochmal passiert. Baue sie wieder hin und mache nochmal so. Und dann legen wir lieber nochmal Obsidian hier rein und dann machen wir so. Gut, jetzt funktioniert es. Und jetzt machen wir ein Endstone so. Fertig. Und wir brauchen nur 50 Millibuckets. Also bekommt ihr direkt 5 Endstone aus einer Enderperle. Statt wie mit dem Sandstone statt mit dem Sandstone nur ein Endstone pro Enderperle. So ist es richtig, genau. So labere ich keine Scheiße mehr, so ist es wirklich richtig. Wir sollten jetzt 5 Endstone rausbekommen. Nochmal. Ihr seht, 50 ist da drin. Und zuletzt noch einen letzten. Und damit sollten wir unser gesamtes Magic geleert haben. Ihr seht, kein Resonant Ender mehr drin. Aber gleichzeitig kann das wieder an. Der bleibt on, das soll er nämlich nicht. Und wir haben 5 Endstone. Sehr schön, oder? 5 nette kleine Endstones. 5 kleine Antistones, die wollten gerne essen. Dann kam der große RSGE und klaute sie sich für Enderlilies. Boah, war das ein schlechter Reim. Egal. Jeder kennt das Kinderlied und ich wollte darauf nochmal einspielen. So, wo pflanzen wir diese Enderlilies? Am besten draußen nicht, sondern wir bauen sie aber hier irgendwo rein.
Ender Lilies sind ganz speziell. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon mal gezeigt habe. Ich glaube noch nicht in dem Let's Play hier. Also werde ich noch mal ein bisschen was erklären und ich mache auch einen. Ich gebe euch einen Link in die Beschreibung zu einem perfekten, super ausführlichen Guide über Ender Lilies, also der wirklich sehr ausführlich ist. Hier mal die ganz, ganz einfache und kurze Fassung. Beziehungsweise ich gucke nochmal ganz kurz, ich mal öffne den mal ganz kurz und dann gucken wir, was ich da noch so rausziehen kann. Minecraft, Mods, wo ist es denn? Da, IS, Exclusivities, Ender Lilies. Ich werde nochmal ganz kurz nochmal schnell ein Textdokument erstellen. Neues Textdokument, Folge 022. Und dort kommt dann der Link nochmal rein, G4, G6, Steuerung S, weg. So, und dann wollen wir noch mal ganz kurz gucken. Und zwar, da steht es. When planted on Endstone, Endercore. Und wo steht das? Genau, da. Da steht es, okay. Und ihr könnt sie nicht da auflassen. Okay, also, da steht das. Ich wollte das nur mal kurz machen. Es ist halt ein sehr ausführlicher Guide, mit dem wirklich, wo wirklich sehr viel und sehr genau alles drin steht. Ich versuche euch mal die Kurzfassung davon zu geben. Ihr könnt Ender Lilies auf auf vier Sachen pflanzen. Auf Erde, auf Gras, auf Endstone und auf Endercores. Endercores sind aus Exotilities extra drin. Das sind die Dinger hier. Die sind relativ teuer mit Magical Wood und das ist auch relativ teuer mit Enchantments und so weiter. Insgesamt also relativ teuer, so ein Endercore. Aber eben, darauf wächst es ja am schnellsten. Und wie gesagt, auf diesen drei Sachen. Und zwar, das war jetzt von unten nach oben, die Wachstumsgeschwindigkeit. Erde und Gras sind gleich schnell. Und zwar ist es dort 96.000 Ticks, bis das Ding wachsen kann. Also so 96.000 Ticks, was steht da, das Sliding Window Interval, genau, also 96.000 Ticks, bis das Ding überhaupt wachsen kann. Und 96.000 Ticks sind 4 Standard-Oberwelt-Tag-Nacht-Zyklen. Also 96.000 Ticks, also 4 Standard-Tag- und Nacht-Zyklen, bis das Ding überhaupt noch einmal wachsen kann. Und davon muss man halt mehrere haben. Also ich weiß gar nicht, ich glaube 3 oder 4 Wachstumsstadien hat dieses Ding. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie lange es etwa braucht, bis es komplett gewachsen ist, wenn ihr es auf Erde pflanzt. Auf Endstone ist dieses Teil nur 24.000 Ticks lang. Das heißt also nur ein Standard-Oberweltentag. Also bei Endstone habt ihr die Chance, dass das Ding jeden Tag wächst, wenn ihr es auf Endstone pflanzt. Habt ihr die Chance, dass es jeden Tag ein Stadium weiter wächst, wenn ich das richtig verstehe. Mal sehen, genau. Weiterhin ist es so, dass sobald diese Tage, das kommt gleich. Erstmal ist es erstmal noch bei Endercore, wenn ihr das Ding auf dem Endercore pflanzt, sind das 3700 Ticks. Das ist etwa 0,154 Standard-Oberwelt-Tagzyklen. Also ungefähr 3 Minuten und 20 Sekunden. Ne, 3 Minuten. Wenn ihr 20 Ticks pro Sekunde habt, dann ist es etwa 3 Minuten, dieses Fenster. 3 Minuten im Gegensatz zu 20 bei Endstone. Ein Tag-Nacht-Zyklus dauert bei 20 Ticks pro Sekunde, was übrigens die Standard-Tick-Rate ist, wenn alles flüssig läuft, hier 20 TPS. Bei 20 TPS ist es so, dass es dann halt 20 Minuten bei Endstone dauert, bis das Ding das erste Mal wachsen kann. Und bei Endercore sind es gerade mal 3 Minuten. Ungefähr 3 Minuten. Nicht genau, aber ungefähr 3 Minuten, bis das nächste Mal wachsen kann. Dann gibt es weiterhin noch eine Chance nach diesem Zeitraum. Also ich habe ja gerade, das war ja gerade ein Zeitraum, den das Ding braucht, um überhaupt ein Wachstumsstadium weitergehen zu können. Und dann gibt es zusätzlich dazu noch eine Chance, dass ab nach diesem Zeitteil, also nach dieser verstrichenen Zeit, bei beim Endercore zum Beispiel 3 Minuten, gibt es noch nur noch eine Chance, dass das Ganze wächst. Auf Endercore ist diese Chance 100%. Das heißt, nach 3 Minuten wächst das Ding auf jeden Fall. Alle 3 Minuten wächst es einmal höher. Punkt. Ganz einfach. Bei Endstone hingegen ist diese Wahrscheinlichkeit 10%. Das heißt, nach diesem einen Minecraft-Tag ist die Wahrscheinlichkeit nur 10%, dass das Ding überhaupt wächst. Mit jedem Block-Update. Also ich weiß nicht, wie genau das dann gehandelt wird, aber ihr habt die Chance, dass es halt nochmal so vielleicht einen halben Minecraft-Tag dauert, bis das Ding das nächste Mal weiter wächst. Obwohl es halt sein Sliding-Window, also halt das, was es braucht, um überhaupt weiter wachsen zu können, durch hat. Yay. Also halt, ihr braucht die Zeit, die ich gerade vorher genannt habe, mit den zum Beispiel bei Endcore 3 Minuten, braucht es, um überhaupt wieder wachsen zu können. Und dann gibt es halt danach noch eine Chance, dass es überhaupt wächst. Und bei
In der Core sind das 100%, das heißt, alle 3 Minuten wächst es. Bei Endstone sind es 10%, das heißt, ihr habt nur 10% Wahrscheinlichkeit, dass es nach einem Minecraft-Tag wächst. Und ansonsten müsst ihr halt nochmal eine Minute oder zwei oder drei warten. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, aber es ist halt beim nächsten Block-Update steht dort. Und ich weiß nicht, wann, wie oft so ein Block-Update bei den Enderlilies passiert. Und zuletzt noch bei Erde bzw. Gras ist diese Wahrscheinlichkeit nur 2,5%. Also habt ihr nach 4 Tagen wieder mal nur eine 2,5%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Ding wächst. Rechnet euch mal aus, wie lange das dauert, bis eine so eine Enderlilie auf Erde gewachsen ist. Aber da wir noch keine Endercores haben, pflanzen wir die auf Endstone. Das sollte fürs Erste reichen, um sie nützlicherweise zu pflanzen. Das ist eigentlich genug, also Endstone. Darauf wachsen sie zwar langsam, aber immerhin schnell genug. Eine letzte Sache noch. Auf Erde geben sie euch wirklich jedes Mal nur ein Enderlilie-Seed und wenn sie voll ausgewachsen sind, ein Enderlilie-Seed und eine Enderperle. Punkt. Bei Endstone hingegen habt ihr eine, ich glaube, 1%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen zweiten Enderlilie-Seed bekommt. Und bei Endercore ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, auch nur 1%, aber ja, dafür wächst es halt schneller und damit habt ihr die 1% häufiger, das ist halt, also die 1% Wahrscheinlichkeit bleibt, aber dafür habt ihr die 1% Wahrscheinlichkeit häufiger, weil ihr ja sie häufiger wachsen, also weil sie häufiger voll ausgewachsen sind, alle 3 Minuten wachsen sie einmal, deswegen na, brauchen sie halt nicht lange, bis sie ausgewachsen sind und somit die Wahrscheinlichkeit bleibt gleich, aber ihr habt halt häufiger eine volle Enderlilie, die ihr abbauen könnt und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit insgesamt, dass ihr an einem Tag ein Enderlilie mehr bekommt. Verständlich? Nein? Gut, war es für mich auch nicht. Ich bin schlecht in solchen Zusammenfassungssachen. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, Enderlily ist eine tolle Sache. Wir lassen sie jetzt auf dem Endstone wachsen und haben eine 1%ige Wahrscheinlichkeit, wenn sie voll ausgewachsen sind, also wenn dort Growth Mature steht, dann habt ihr eine 1%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen zweiten Enderlily-Seed bekommt. Das gleiche bei Endercores. Das ist alles, was ihr wissen müsst. So, dann als allerletzte Sache noch dazu, Upgrowth State, ich glaube, 2 oder 3, also halt, wenn die, ich glaube, das dritte Mal gewachsen sind, dann tun sie weh, wenn ihr draufsteht und löschen jegliche Items, die ihr drauf fallen lasst. Momentan passiert das noch nicht, ihr seht, die Sachen droppen da noch drauf, aber ab dem dritten Wachstumsstadium zerstören sie alles, was drauf fällt, außer Enderlilies und Enderperlen. Nur Enderlilies und Enderperlen verschonen sie, ansonsten wäre es beschissen, ein Feld daraus anzulegen. Aber alles andere, wenn ihr zum Beispiel einen Cobble daraus schmeißt oder euer neuestes Übersort, ist es weg, tot, kaputt, Schluss. Und das macht keinen Spaß. Gut, damit haben wir jetzt auch schon wieder die Hälfte der Zeit rum mit Enderlily gequasselt, das ist natürlich ganz toll. Aber der Vorteil ist daran, dass die 60 Electrical Steel jetzt fertig sind und wir somit ganz einwandfrei zack, zack machen können. Und damit haben wir 15 Items Conduit Speed Upgrades, die auch nochmal alle hier rein können in den Extract-Modus. Und jetzt sollte das Ding Stacks zur Zeit ziehen. Also ein Stack rein, ein Stack weg. Fertig. Punkt. Ohne Widerrede. Und damit ist das Ding jetzt auch schnell genug. Das sollte reichen. Also damit sind die wichtigsten Sachen getan. Wir haben das und wir haben das. Was ich jetzt nochmal überlege zu tun, ist vielleicht nochmal mir eine Advanced Photovoltaic Cell zu machen und meine Sachen hier ein bisschen aufzuwerten. Also zum Beispiel noch Empowered mehr raufzupacken, das wäre eigentlich sinnlos, aber zum Beispiel Solar hier noch draufpacken, das wäre vielleicht nochmal ganz sinnvoll. Solar, also machen wir uns nochmal eine Advanced Photovoltaic Cell. Oder wir googeln einfach Photovoltaic Cell und mehr gibt es dann sowieso nicht. Das Ding braucht Vibrant Crystals, okay. Und Pulsating Iron und nochmal Vibrant Alloy, also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enderperlen für einen Sonnenteil. Sehr schön. Aber wir haben ja maximal Enderperlen. Also brauchen wir 1, 2, 3, 4 Vibrant Alloy. Das sind also auch 4 Glowstone. 4 Redstone. Und 4 Gold, die dort zusammen reingehören. Und dann brauchen wir noch Enlightened Fused Quartz. Das müssen nochmal Glowstone mit Fused Quartz zusammenpacken. Wir haben ja schon Fused Quartz. Das brauchen wir zweimal. Und dann packen wir da nochmal Glowstone-Blöcke drauf. So. Das Energetic Alloy ist schon mal fertig. Dann, warum sind das nur 4? Ich dachte, ich habe 6 davon.
Hä? Achso, ich brauchte ja nur 4. Und 2 ja noch für das Pulsating Iron, deshalb. Weil ich ja noch 2 Eisen brauche, die ich nochmal mit dem hier zusammenschmeiße, nachdem das hier fertig ist. 2 und 2, dann kann das auch nochmal zusammen. Vibrant haben wir jetzt genug. 2 und dann brauchen wir nochmal 2 N. Nee, Emeralds. Nicht N, sondern M. Emeralds. Das zusammen. 2 und 2 Vibrant Crystals haben wir damit schon mal. Dann kann das hier wieder rein. Wir haben genug, um einen Vibrant Crystal noch gratis herzustellen. 2 Pulsating Iron und 2 Vibrant Alloy. Dann noch 2 Fused Quartz und 2 Glowstone. Die sollten jetzt auch wieder zusammengehen zu Fused Quartz, Blast Resist, Enlightened Fused Quartz. Und das sollte dann reichen mit einem Daylight Sensor zusammen. Den wir auch nochmal ganz kurz craften. 3 und Glas. Und wir haben noch Stacks und Stacks an Holz, fällt mir gerade auf. Und ich habe aber keine... Ne, ich habe keine einzige Slab mehr. Okay, dann machen wir nochmal schnell Slabs. Und mit 3 Slabs, 3 Nether Quartz und 3 Glas. Ich kenne sogar das Rezept auswendig. Und damit sollten wir uns eine komplette Advanced Photovoltaic Cell machen können. Sehr, sehr schön. Und diese Advanced Photovoltaic Cell schmeißen wir auf unseren Helm. Denn der ist jetzt 30 Level, oh Gott. Retrieve 30. Und klick und bam. Sehr schön. Und jetzt haben wir darauf Solar 2. Heißt also, wir haben jetzt eine massige Menge an solar generierter Energie. Unsere Rüstung wird also, egal wo wir sind, niemals out of power sein. Außer vielleicht, wenn wir unter der Erde sind, dann vielleicht noch. Was ich außerdem noch überlege, ist noch eine, 2 weitere Finding Cabinets anzuschließen. Das heißt, das kann ich auch nochmal ganz kurz machen, dann sind wir wahrscheinlich sowieso wieder am vollen Ende. Heißt also nochmal 2 weitere Finding Cabinets und dann muss ich nochmal dringend minen gehen. Aber jetzt kann ich ja auch minen gehen, denn jetzt habe ich massenweise freien Speicher für massenweise Zeug und ja, ich sammle gut gar nicht Power. Aber jetzt habe ich halt eine automatische Erzverarbeitung und deswegen ist es vollkommen sinnvoll, jetzt auch minen zu gehen. So, 2 Kisten. Und die zusammen, nee, das sind, ne, 6 brauche ich, was laber ich? 6 Kisten. Zack, 2 Filing Cabinets, die können auch hier und hier hin. Und dann brauchen wir auch dort nochmal schnell Item Conduits dran. Und die können dann auch nochmal so gehen. Einmal so und einmal so. Und auch die brauchen wieder nicht gefiltert werden, weil wir einfach alles dort reinschmeißen. Ich muss nochmal eine Sache gucken, habe ich die Priorität hochgestellt? Ja, habe ich, sehr schön. Das heißt Insert Priorität 1, Insert Priorität 1. Und dann kann, keine Ahnung, hier nochmal dieses Short Orbit Planks Zeug hin. Ich bin der Meinung, dass auch nochmal da hinten was hingehört. So, dann passt das. Chisel nochmal her. Klick, klick. Ich liebe Chisel 2, weil man Shift klicken kann. Oh, Baumaterial nochmal da rein. Und dann mache ich nochmal schnell was mit den... Was geht? Habe ich schon mal ein Pack getötet? Anscheinend nicht, sonst hätte ich nämlich irgendwo Mana Beans. Denn Mana Beans sind, dass ich in ein der Teil reinpacken will. Und das letzte sind Mistcraft-Seiten. Das hätte ich auch nochmal gerne. Und das kann bitte alles nochmal wieder in der Kiste. Was ist das letzte eigentlich? Was ist das? Enderperlen Dust? Ender Dust, ja. Dann packen wir hier nochmal Mistcraft-Seiten rein. Das Zeug hier kann nochmal in die Smeltery hier unten rein. Mach das mal schnell fertig. So, bitte sehr. Viel Spaß dabei. Und dann hast du das hoffentlich auch soweit fertig. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Also, das wäre dann das. Und damit sollten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Noch irgendwas vergessen? Irgendwas wird doch gerade noch gelipst. Da, die Teile. Das heißt, ich muss nochmal ganz kurz 2 von den
nicht die zwei davon. Zwei von den Labeln machen. Und dann scheiß was hier drauf, auf das Sign. Und warum brauche ich da drei verschiedene drin? Das reicht aber nicht, eine da reinschmeiße. So. Das Sign kann weg. Dort ist es eindeutig, weil das ja nur eine Sache gibt, die dort rein kann. Heißt also hier nochmal Mistcraft Pages. Normal Weather. Sieht ein bisschen komisch jetzt aus, aber ist mir egal. Und hier sollen halt Mana Beans rein. Das wird auf jeden Fall der Trick, der hier eigentlich reingehört. Aber dafür brauche ich jetzt noch Mana Beans. Das heißt, ich werde nochmal gucken, habe ich hier irgendwo noch ein Magiebiom? Ich dachte, ich hätte noch welches. Ey, achso, mein Name fällt das raus. Ich werde nochmal ganz kurz bei Magiebiom rüberlaufen. Hatte ich nicht noch einen Hängler angerufen? Ach nee, ich brauche ja keinen Hängler. Was mache ich hier? Gerade active und feuerfrei. Oh, Mist. Das war hier aber falsch. Der ist ja langsam, der Gleiter. Wenn ich irgendwo schnell lang gleiten will, muss ich immer noch den Hängler nehmen. Naja. Jedenfalls, ich werde nochmal ganz kurz Mana Beans holen, die auch nochmal da reinschmeißen und dann, ja, sollte das auch gehen. Boink. Bis gleich. Nochmal schnell ein bisschen erkunden. So, ich habe natürlich noch wieder jetzt einfach eine Mana Bean geholt. War natürlich nicht schlau genug, noch eine zweite mitzunehmen, aber egal. Wenigstens sortiert er die jetzt auch noch richtig ein. Weil das ist also auch schon mal eine gute Sache. Warum auch immer jetzt Goldnuggets in der Mobtops-Kiste liegen, die gehören nämlich da rein. Ja, passt also alles. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt noch irgendwo Mana Beans übersehen? Ich glaube nicht. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wofür ich den zweiten Advanced-Item-Filter brauchte, beziehungsweise nutzen wollte, nachdem ich ihn nicht mehr dafür brauchte, wofür ich ihn ursprünglich wollte. Und zwar brauchte ich ihn hierfür, wenn ich dann nämlich jetzt Insert einstelle und so mache und Priority minus 3 erstmal, denn momentan haben wir das Zeug noch nicht, aber Art Dictionary und das ist egal und auch Match Metadata in dem Falle. Das heißt, ich gehe nochmal ganz kurz in den Nether und besorge mir nochmal schnell Kobalt und Adat. Ich hoffe mal, ich finde noch schnell welches. Ein Jetpack habe ich jetzt nicht, lustigerweise. Toll. Ohne Jetpack in den Nether zu gehen, ist eigentlich schlau. Aber ich hoffe, dass ich irgendwo in der Nähe noch Kobalt und Adat finden kann. Denn dann kann ich mir noch relativ einfach und schnell halt das Zeug besorgen, was ich möchte. Also halt das im Sortiersystem einsortieren, sodass das automatisch verarbeitet wird. Aber das muss ich dann nochmal genauer einstellen. Kann ich bis zum Ende der Folge hoffentlich auch nochmal machen. Das sind dann 5 Minuten, das reicht. Und dank dem tollen hohen Springen werde ich auch kaum mit Feuer belästigt. Sagt ja auch ein Friedensfeuer. Naja, suche ich jetzt also noch ein bisschen nach Kobalt und Adalite, beziehungsweise genau nach einem, beziehungsweise na, sagen wir mal 2 Kobalt und Adalite-Erz, mal sehen, wie viel ich finde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, eine Sache, die ihr beachten solltet, am Hangkleider von der Darksteel-Rüstung, die mich auch gerade mein Leben gekostet hat, weil ich Adalite hoch suchen wollte, ist folgende. Wenn ihr springt und gegen eine Wand fliegt, fallt ihr runter. Sobald also eure Bewegung nach vorne gleich 0 ist, eure Bewegungsgeschwindigkeit nach vorne gleich 0 ist, fallt ihr. Das gleiche gilt, wenn ihr in die Luft springt und einfach nur rückwärts drückt. Einfach nur in die andere Richtung fliegen wollt. Ihr seht, ich fliege, drücke ich in eine Richtung, falle ich. Ich fliege, ich gehe in die andere Richtung, ich falle. Das gleiche ist mir auch beim Adalite passiert. Ich wollte so und wollte dann irgendwo gegen. Und was passiert? Ich fliege gegen die Wand und platsch. Lava, tot. Und ich habe natürlich keine Fire Resistance Potion dabei gehabt. Es wird Zeit, dass ich mir dieses Pendant-Dingens mache, was mich ausmacht, wenn ich Feuer habe. Zum Glück habe ich relativ schnell reagiert und habe meinen Step of Traveling genommen, um schnell wieder aus der Lava rauszukommen. Das geht ja zum Glück relativ gut. Aber, naja, es hat trotzdem nicht wirklich gut gereicht. Naja, ist auch egal. Daraus lerne ich jetzt. Punkt ist jedenfalls, ich nehme jetzt wieder meinen Yeta Ranch raus. Ich nehme auch jetzt meinen Open Blocks Hängler da wieder mit. Und dann packen wir jetzt hier mal als Filter Adalite und Kobalterz rein. Mit Match Metadata, damit er auch wirklich nur die beiden nimmt. Und nimmt als Priorität 2. Er nimmt jetzt also Ore Dictionary Enabled. Das heißt also, er nimmt Kobalt und Adalite Gravel auch. Wenn es das, also Kobalt Gravel zum Beispiel würde er jetzt auch nehmen. Mit Ore Dictionary. Und er nimmt aber Match Metadata. Das heißt, er nimmt auch nur Kobalt und Adalite, aber deren Ore Dictionary. Das heißt also, er nimmt nur Kobalt und Adalite, aber er nimmt auch Kobalt Gravel, weil es eben Ore Dictionary Kobalt ist. Und er ignoriert MBT, aber das ist eigentlich egal. Und deswegen sollte jetzt, wenn ich Kobalt und Adalite hier reinpacke, das eigentlich sich relativ schnell und einfach in die Barrel dort sortieren.
Einziger Nachteil ist, wenn ich das mehr, wenn ich das zu schnell mache, was anscheinend ja, was ich natürlich machen werde, was ich nochmal überlegen sollte, ist, dass ich nämlich nochmal kurz was einfüge. Und zwar so wird das nicht funktionieren, denn es ist ja eine Barrel, das heißt, die hat auch immer nur einen einzigen Slot. Und wenn ich dann Adat da drin habe, dann ist das ein bisschen blöde. Also muss ich irgendwie noch eine Kiste anlegen. Eine kleine. So. Und das eine Netherrack kann weg. Der Glaber kann aus. Legen wir nochmal eine Kiste an. Und bauen nochmal dieses Ding hier ab. Das brauchen wir nicht immer. Mann, Stimme. Und nehmt den Filter hier raus. Und dann machen wir da einfach Insert, Green. Das ist aber jetzt vollkommen egal was. Was ich nämlich jetzt machen möchte, ist, ich nehme hier diese Kiste dort, hier diese Kiste hin. Was jetzt irgendwie ein bisschen strange aussieht, weil die so dunkel ist. Vielleicht machen wir das einfach, indem wir die nochmal oben hinsetzen. Dann kommt das mich da rein. So. Jetzt wird es einfach da oben drauf. Und dann sollte Folgendes gehen. Und zwar, dass ich hier nämlich einfach sage, up is extract always active. Und alles, was in die Kiste kommt, wird also einfach rausgezogen. Und mit ganz normaler Priorität down, 0, insert, in die Barrel reingepackt. Und was in die Barrel geht, wird wiederum gefiltert durch die Item Conduits. Und zwar hier mit Insert on Green, mit Priorität 2 und mit dem Advanced Item Filter. Jetzt brauche ich also nur noch ein einziges Item Conduit und einmal dieses Cobblestone-Ding, was oben rein muss. So. Und dann haben wir nämlich das auch relativ schnell dann einfach automatisiert. So. Da. Und dann brauchen wir mal schnell unseren Chisel. Klick, und dann nehmen wir das Huge Cobblestone Tile, denn das brauchen wir dafür. Klick, und dann reicht das. So. Und wenn ich jetzt nämlich Kobold und Adat gleichzeitig reinschmeißen würde, was ich jetzt auch nicht tue, dann würden die jetzt halt langsam aber sicher beide dort reingehen, weil es halt erst in die Kiste geht. Und jetzt haben wir hier unser Dirty Cobalt Gravel. Was ich jetzt natürlich machen könnte, ist mir noch ein System bauen mit Item Conduits, das jetzt auch noch das Ganze in den Mixer und in den Slag Furnace und in die Crystallizer verteilt. Vor allem aber die Crystallizer werden schwierig und deswegen mache ich das jetzt erstmal nicht. Ich lasse es jetzt erstmal so und muss dann halt manuell nochmal so machen. Das werde ich wahrscheinlich noch automatisieren bis zu dem Schritt, dass das in den Slag Furnace packt und dann wieder zurück in die Kiste. Oder ich werde es auch automatisieren, dass es in den Crystallizer packt und dann ist es mir egal, wenn es automatisch ist. Aber das mache ich in der nächsten Folge und diese Folge ist schon wieder zu Ende. Also in der nächsten Folge automatisieren wir nochmal das Factorization Erzverarbeitungssystem, damit das auch funktioniert mit Kobold und Adat. Und wenn wir irgendwelche Ressourcen selten haben, zum Beispiel Eisen, damit sollte ich das vielleicht sogar bald machen, mit Eisenerz, dass ich Eisen dann auch in das Factorization System einsetze, also einbaue, sodass dann alles über Factorization verarbeitet wird und damit mehr Erz rauskommt. Und wahrscheinlich werde ich das für Eisen sogar eine Weile lang machen und für Shiny werde ich das auf jeden Fall auch machen, dass ich Shiny Erz, ich nehme Shiny auch direkt mal. Die Shiny ist da gar nicht drin, oder? Unten aus dem Filter, dass ich das rausnehmen kann. Nee, ist gar nicht drin. Aber, dass ich dann halt Shiny dort reinpacke, das werde ich auf jeden Fall tun. Shiny kommt in das rein, damit ich mehr Shiny rausbekomme. Und wahrscheinlich werde ich auch temporär dort Eisen reinschmeißen, weil ich einfach kein Eisen habe. Und vielleicht auch LED, das überlege ich auch noch, weil ich so wenig LED habe. Halt alles, wovon ich wenig habe, kann ich temporär in das Factorization Automatisierung Setup reinschmeißen. Wenn ich es dann genug habe, kann ich es dann wieder zurück in meine normale Sack. Mill und Allosymmetry Verarbeitung schmeißen, normale Erzverdopplung halt. Aber wie gesagt, nächste Folge, kein Problem. Die Trophy packe ich jetzt noch schnell aufs Dach und da greife ich sie hin. Zack. Macht nur wieder nur Geräusche, wie langweilig. Aber ja, das war dann diese Folge. Ihr seht, die Sachen sind alle wieder schön voll geladen. Aber nehmen auch langsam Durability-Schaden. Naja, kann ich nichts dran ändern. Vielleicht sollte ich nochmal die Empower 2 und 3 raufschmeißen, aber dafür brauche ich die hohen Kapazitoren. Die sind mir alle zu teuer, solange ich noch keine Mengen an Enderperlen habe. Die zweiten Kapazitor könnte ich nochmal drauf machen. Das mache ich aber während der, zwischen den Aufnahmen, weil das halt nur ein bisschen XP ist, die ich darauf packe. Das kennt ihr ja schon. Mache ich den Empower 3 noch drauf, halt mit den Double-Layer-Kapazitoren. Die sind ja auch nicht so teuer jetzt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Feed the Beast Down 20 Pack. Tschüss.